Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Outgrade Unboxing. Ich habe hier wieder mal die Young Adult und die Adult Fantasy Buchbox und die werden wir wie immer zusammen auspacken. Starten wir diesmal gleich mit der Adult Fantasy Box und zwar sieht das so aus, wenn wir das öffnen. Das Thema dieser Box, was die August Box war, ist Bound by Magic. Es ist schon mal ein echt schönes Design hier von der Spoilerkarte. Es ist ein T. Kingfisher Buch. Oh mein Gott, Freunde, das Buch ist A Sorceress Comes to Call von, ja, T. Kingfisher. Ich weiß nicht, warum ich ein so großer T. Kingfisher Fan bin. Ich habe bis jetzt erst ein Buch von ihr gelesen. Das war Was die Toten bewegt und das Buch hat mir so gut gefallen. Aber irgendwie war ich auch davor schon ein mega T. Kingfisher Fan. Keine Ahnung, ich höre einfach nur so viel Gutes von ihren Büchern. Und ja, das hier muss ich gleich aus dem Plastik befreien, dass wir es in seiner gesamten Schönheit bestaunen können. Das ist echt ein mega schönes Buch. Das Design gefällt mir so gut. Relativ simpel irgendwie, aber ich finde es total schön. Das hier ist die Vorderseite, das Cover. Dann haben wir noch die Rückseite. Und wir haben einen Farbschnitt mit Gänsen drauf. Könnt ihr das sehen? Also so sieht der Farbschnitt aus. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Dann weg mit dem Schutzumschlag. Unter dem Schutzumschlag sieht das Buch so aus. Die Farbe gefällt mir echt gut. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Ton nennt. Das ist irgendwie so ein staubiger Beerenton. In der Kamera sieht es, glaube ich, ein bisschen röter aus, als es eigentlich ist. Auf jeden Fall die Vorderseite. Die Rückseite, echt mega schön. Dann haben wir bestimmt noch Vorsatzpapier. Ja, das hier ist die vordere Seite. Dann hier noch das hintere Vorsatzpapier. Echt schön, mega schön. Und hier haben wir noch den Brief der Autorin sowie die Signatur. Echt ein schönes Design. Ich habe keine Ahnung, ob das im Original auch die erste Seite ist oder ob das nur die Seite für die Unterschrift in dieser Ausgabe ist, aber auf jeden Fall ein extrem schönes Buch. Und dann schauen wir uns noch die Innenseite vom Schutzumschlag an. Die hat einen sehr starken Regency-Touch. Ich hoffe, das Buch selber spielt auch zur Regency-Zeit. Das finde ich nämlich mega cool. Und zwar sieht es so aus. Ja, Freunde, den Klappentext zu diesem Buch werde ich euch unten in der Infobox lassen. Aber das klingt auf jeden Fall nach einem Buch, das mir sehr gut gefallen könnte. Und ich bin allgemein so gespannt, mehr von T. Kingfisher zu lesen. Ich habe noch ein anderes Buch mittlerweile zu Hause, das ich noch nicht gelesen habe. Und auf dieses hier freue ich mich mega doll, weil das ist echt ein wunderschönes Buch. Aber wir schauen uns jetzt noch kurz das Originalcover an, das auch sehr schön ist. Ja, sehr simpel, aber auch sehr schön. So, hoffentlich seht ihr es gut. Ja, ich finde tatsächlich beide Cover sehr schön, aber irgendwie das mit dem Pferd gefällt mir ein bisschen besser, weil es so verträumt wirkt irgendwie. Das war's mit der Erwachsenen-Fantasy-Box. Weiter geht's mit der Jugend-Fantasy-Box. Und das sieht so aus, wenn wir das Ganze öffnen. Das hier ist ebenfalls die August-Box mit dem Thema Falling for the Shadows. So sieht die Spoilerkarte aus. Das erste, was ich in der Box entdecke, ist diese Verpackung. Und die hat eine Herr-der-Ringe-Karte drauf. Also ich hoffe, da ist was Herr-der-Ringe-mäßiges drin. Wenn ihr schon andere Outgrade-Unboxings von mir gesehen habt, dann habt ihr bestimmt mal diese Herr-der-Ringe-Frühstücksschüsseln, kleinen Schalendinger gesehen, die ich ausgepackt habe. Outgrade hatte 4 davon geplant, haben noch eine 5. von diesen Schüsseln rausgegeben, weil die so beliebt waren. Und hier ist einfach nochmal eine von diesen Schüsseln. Und zwar ist das die Mordor-Schüssel. Ich hatte so gehofft, dass Outgrade irgendwann noch eine Mordor-Schüssel macht. Die ist echt so cool. Schaut sie euch an. Das ist die Mordor-Schüssel. Die ist echt so cool. Dann natürlich hier Mordor, Outgrade-Logo.
Die ist echt genial. Und jetzt habe ich schon 6 davon. Wie cool ist das denn? Also das hier, das ist echt ein Tageshighlight. Es ist morgen, jetzt als ich dieses Video filme und ich gehe nachher gleich zur Arbeit. Und falls das ein scheiß Tag wird, dann denke ich einfach den ganzen Tag, dass diese Schüssel zu Hause auf mich wartet. Wie cool. Das nächste ist das hier. Ist das eine kleine Tasche fürs Handy? Auf jeden Fall, ja, das ist so ein kleines Taschending, das man noch ein bisschen verstellen kann von der Größe her. Oder ist das so ein, wie heißen die Dinger, Stanley Cup Halter? Das haben doch irgendwie alle Leute in Amerika. Auf jeden Fall, ja, der Print, der ist sehr schön. Keine Ahnung, für was es genau sein soll. Schauen wir später auf der Spoilerkarte, was, ja, der Sinn dieses Dinges ist. Das nächste, was mir entgegenspringt, ist das hier. Das ist ein Schlüsselanhänger und wenn man es öffnet, ein Spiegel, wie cool! So, jetzt noch ein bisschen von nahem. So sieht das Teil aus. Hier der Schlüsselanhänger. Das ist die Vorderseite, die Rückseite oder umgekehrt. Und da kann man es öffnen und da ist da ein Spiegel und da sind wir. Ja, das ist echt cool. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Das nächste ist der monatliche Pin und der hier ist inspiriert von Good Omens. Das ist das Buch von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Stimmt das? Ja, das ist echt cool. Ich habe weder das Buch gelesen noch die Serie gesehen, aber ich weiß, dass so viele Leute so Fan von den Büchern und der Serie sind. Und ich glaube, der Pin, der trifft da einfach den Nagel auf den Kopf. Und zwar sieht der Pin so aus. Den kann man natürlich verschieben. So, da sind die beiden. Und dann kann man sie wieder zueinander schieben. So, dann haben wir noch diesen kleinen schwarzen Samtbeutel. Mal gucken, was da drin ist. Da haben wir einen Schlüssel. Und zwar sieht der Schlüssel so aus. Keine Ahnung, ob der für irgendwas gut ist oder ob der einfach zu Deko-Zwecken ist. Von was er inspiriert ist, kann ich euch erst nachher sagen, wenn ich die Spoilerkarte lese. Auf jeden Fall schön. Ja. Und das nächste ist das Buch. Und das Buch heißt Castle of the Cursed von Romina Garber. Das sieht so aus. Kann man schwer erkennen mit dem Plastik. Wir freuen wir es gleich mal. Okay, wie schön das Cover ist, sieht man erst, wenn der Plastik weg ist. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut erkennen. Das ist das Cover mit diesen ganz dezenten Violett-, Grau- und Schwarztönen. Es ist echt, echt wunderschön. Ich glaube, die Kamera kann gar nicht so gut aufnehmen, wie cool das Cover eigentlich aussieht. Auf jeden Fall die Vorderseite. So, und die Rückseite. Ja, ich glaube, das kann man fast ein bisschen besser erkennen. Das ist echt, echt mega schön. Und dann auch hier wieder den passenden Farbschnitt in einem, ja, Glasfenster-Stil sozusagen. Das sieht echt schön aus. Der Print geht rundherum. Oben und unten sind Monde. Ja, dann mal weg mit dem Schutzumschlag. So, so schön. Das hier ist die Vorderseite. Die Rückseite. Echt cool. Das, ja, das ist ein echt, echt schönes Buch. Dann das Vorsatzpapier. Hier haben wir die vordere Seite und die letzte Seite. Und der Brief der Autorin sowie die Signatur. Auch wieder so eine mega schöne Signaturseite. Das ist echt, echt so cool. Ein richtig, richtig, richtig schönes Buch. Ja, die Innenseite vom Schutzumschlag, die sieht bei diesem Buch schön aus. Die Außenseite finde ich 1000 Mal schöner. Die Innenseite, die sieht so aus. Auch hier werde ich euch wieder den Klappentext unten in der Infobox lassen. Aber das hier soll eine Dark and Twisty Gothic Romance sein. Das klingt sehr vielversprechend und das Buch ist echt wunderschön. Das klingt, als würde es super gut in den Herbst passen. Also, falls es euch interessieren würde, dass ich das Buch im Herbst lese und euch meine Meinung teile, vielleicht in einem Vlog,
lasst mich wissen, dann ja, kann ich mal schauen, ob ich das tun soll, wenn das Interesse da ist. Aber das ist ein wunderschönes Buch. Aber jetzt gucken wir uns noch an, was das Originalcover von diesem Buch wäre. Oh, das Originalcover ist auch mega schön. Ja, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und zwar wären das diese beiden Versionen. Da kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden, welches schöner ist. Die sind echt beide super schön. Aber welches gefällt euch denn besser? Also, dann noch die Spoilerkarte, damit wir herausfinden, was das alles ist. Also, Herr der Ringe, Schüssel ist selbsterklärend. Dann, das hier ist tatsächlich ein Travel Mug Tote Bag, also um euren Tumbler, eure Wärmeflasche, wie auch immer, reinzustecken und umzuhängen. Eigentlich noch eine mega gute Idee. Dann haben wir den Schlüssel. Das ist tatsächlich ein Flaschenöffner. Ah, ja, jetzt dieses Teil hier in der Mitte. Das ist ganz schmal und damit kommt man unter die Deckel von den Flaschen. Das hier ist inspiriert von One Dark Window, das ich noch nicht gelesen habe, aber auch sehr gerne im Herbst noch lesen möchte. Dann haben wir den Keychain Mirror, der ist inspiriert von Evocation. Bin ich gerade nicht sicher, welches Buch das ist, um ehrlich zu sein. Dann, ja, den Pin Good Omens ist auch relativ selbsterklärend. Ja, das waren doch echt zwei wundervolle Bücher. Das waren echt tolle Boxen. Also hier wieder mal die Cover. Absolut fantastisch. Die Bücher klingen so toll. Ja, wenn ich euch mehr darüber erzählen soll, in einem Vlog oder wie auch immer, lasst mich wissen. Und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, holt das sehr gerne nach. Dann verpasst ihr meine Videos nicht mehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, Freunde. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns. Tschüss!